Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Get Ready With Me. Und diesmal ist es eine Birthday Edition, denn ich hatte am 11. Juni Geburtstag und dachte, ich kreiere alles nochmal nach. Ich zeige euch, wie ich meine Haare getragen habe, Make-up und das Outfit, denn wir sind mit alle Mann, also meinen Besties, feiern gegangen. Ich fange als allererstes mit einem Primer an und zwar benutze ich den hier von NYX, weil ich habe an den Wangen erweiterte Poren und die möchte ich quasi auffüllen, damit die Foundation einfach ebenmäßiger aussieht. Danach trage ich meine liebste Foundation auf und zwar ist das die von Fit Me. Das ist die Matte Poreless Foundation in der Farbe 220 und 128. Ich habe beide gemischt, weil es momentan einfach so am besten farblich zu mir passt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, den flüssigen Highlighter von NYX vorher aufzutragen und habe das noch versucht, irgendwie mit einzuarbeiten. Ist jetzt nicht wirklich gut geworden, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das zukünftig natürlich vorher aufzutragen, trocknen zu lassen und dann erst die Foundation einzuarbeiten. Man hat nicht wirklich einen Unterschied gesehen, aber fürs Video dachte ich, mache ich das trotzdem mal. Das Ganze verblende ich mit dem Make-up-Eye von Evelyn und nochmal vielen Dank an euch für den Tipp, denn ich finde, das ist eine super gute Alternative zu dem Beauty-Blender. Wichtig ist aber, dass ihr den türkisfarbenen euch kauft, weil der ist wirklich super, super weich. Ich lasse mir beim Blenden wirklich sehr, sehr viel Zeit, weil es soll alles natürlich schön ordentlich aussehen. Und dann trage ich meinen liebsten Concealer auf, der ist auch von Maybelline und zwar in der Farbe 01 und den trage ich unter meinen Augen auf. Ein wenig an der Stirn, an der Nase, am Kinn und ein wenig an der Oberlippe. Das Ganze verblende ich natürlich auch mit meinem Evelyn-Eye und achte darauf wirklich, dass alles schön ineinander verläuft. Den Concealer setze ich dann mit dem Essence All About Matte Puder. Das ist transparent und das trage ich wirklich nur unter den Augen und an die Stellen auf, wo ich gehighlightet habe. Für das restliche Gesicht verwende ich gleich nochmal ein anderes Puder und ein bisschen Segeln darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt kommen wir zu meinen Augenbrauen. Momentan verwende ich das Studio Pro oder eher die Pomade von BH Cosmetics am allerliebsten. Das verwende ich nicht jeden Tag, aber wenn irgendwas Besonderes ansteht oder wenn ich einfach Lust dazu habe, dann verwende ich die wirklich super gerne, geht schnell und sieht einfach toll aus. Damit meine Augenbrauen noch definierter aussehen, verwende ich wieder die Foundation, die ich vorhin auf meinem Gesicht aufgetragen habe und trage das unter den Augenbrauen auf, damit alles nochmal ein bisschen sauberer und cleaner aussieht. Also falls ihr auch gepatzt habt, könnt ihr das Ganze nochmal ein bisschen begradigen und es sieht halt insgesamt einfach viel, viel schöner aus. Die gleiche Foundation verwende ich auch, um meine Augenlider zu primen, also um sie einfach für den Lidschatten vorzubereiten, damit man eine Art Leinwand hat. Und das Ganze fixiere ich auch mit dem Essence All About Matte Puder und dann sind meine Augenlider auf jeden Fall bereit für den Lidschatten. Ich wollte, dass mein Bronzer wirklich den ganzen Abend hält, weil ich wusste, dass wir ja tanzen werden und dementsprechend dann auch schwitzen. Und ich habe oft das Problem, dass einfach pudrige Bronzer bei mir nach einer bestimmten Zeit fleckig werden oder einfach verschwinden. Und dem wollte ich natürlich vorbeugen. Den Bronzer trage ich mit so einem synthetischen Pinsel auf und das versuche ich sehr, sehr gut zu verblenden und natürlich auch an die Stellen aufzutragen, wo ich sonst Bronzer auftragen würde. Und zwischendurch tanzen darf natürlich auch nicht fehlen. Das Ganze habe ich mit dem H&M-Puder fixiert, aber darauf geachtet, dass ich da nicht zu viel auftrage, weil ich möchte ja immer noch glowy aussehen und nicht irgendwie so totmatt. Weiter geht's mit dem Konturieren. Wie gesagt, ich lege den Fokus auf diesen bronzy und definierten Look und verwende den ganz linken, kühlen Konturierton und dazu den Benefit-Pinsel, der halt bei dem Hoola Bronzer mit dabei war. Der ist wirklich super, um einfach die Wangen zu konturieren. Das Ganze wärme ich dann mit dem Bronzer von Hoola auf und verwende dazu den Real Techniques Blush Brush. Also damit komme ich wirklich sehr gut zurecht, um meinen Bronzer einfach aufzutragen. Das Ganze muss natürlich sehr gut verblendet werden. Es soll natürlich eher sonnengeküsst aussehen und nicht fleckig. Highlighter darf bei diesem Look natürlich nicht fehlen. Und zwar verwende ich die Strobe of Genius Palette von NYX und den Highlighter trage ich natürlich an meinen Wangenknochen auf, ein wenig an der Augenbraue, am Nasenrücken und über meiner Oberlippe. Meinen Blush trage ich so gut wie immer zum Schluss auf, weil den trägt man ja zwischen Highlight und Bronzer auf und ich finde, damit kann man alles nochmal richtig schön verblenden. Das ist übrigens der Margin von MAC, mein absoluter Lieblingsblush.
Mein Augen-Make-up mache ich heute mit der Bronze Paradise Palette von BH Cosmetics. Die habe ich mir erst vor kurzem zugelegt und ich finde die so toll. Und ich mache eigentlich nur so eine Art Übergangsfarbe. Das ist der mittlere matte Ton und den verteile ich wirklich in meiner Lidfalte, auch so ein bisschen auf der Lidfalte und blende das richtig schön aus. Den gleichen Ton trage ich auch auf meinem unteren Wimpernkranz auf, damit das alles nochmal ein bisschen rauchiger aussieht und achte darauf, dass ich das relativ weit nach unten blende, weil ich finde diesen Look einfach schön und ich finde, das öffnet auch richtig toll das Auge. Auf meinem Augenlid trage ich einen goldenen, schimmernden Ton auf, damit das Ganze noch bronziger aussieht. Und das mache ich auch mit meinem Ringfinger, weil ich finde, damit hat man einfach die höchste Produktabgabe als mit dem Pinsel. Dabei achte ich wirklich darauf, dass ich nicht in meine Lidfalte komme. Das ist bei meinen kleinen Augenlidern ein bisschen schwierig, aber es hat auf jeden Fall gut geklappt. Jetzt gehe ich nochmal in die Übergangsfarbe rein und nehme mir aber diesmal einen spitz zulaufenden Blendepinsel, damit ich einfach wirklich punktuell in die Lidfalte das Produkt einarbeiten kann. Damit kann ich alles nochmal ein bisschen intensivieren und einfach nochmal tiefer aussehen lassen. In meinen Augeninnenwinkel trage ich nochmal einen hellen, champagnerfarbenen und schimmernden Ton auf. Das mache ich jetzt erstmal mit dem Pinsel und dann verblende ich das nochmal mit dem Finger, damit das Ganze einfach nochmal strahlender aussieht und das Auge einfach optisch geöffnet wird. Um das Augen-Make-up abzuschließen, darf natürlich Mascara nicht fehlen. Und ich wollte ursprünglich eigentlich falsche Wimpern tragen, weil ich das oft mache oder so gut wie immer, wenn ich ausgehe oder feiern gehe oder wenn irgendwas Besonderes ansteht. Aber meine Wimpern sind mittlerweile so lang geworden durch das Wimpernserum, dass ich einfach mega zufrieden bin, wenn ich wirklich nur Wimperntusche trage. Auch bei einem stärkeren Make-up finde ich, sieht das trotzdem super, super schön aus. Als erste Schicht verwende ich die Mascara von Maybelline. Das ist die Volume Rocket Mascara und die mag ich unglaublich gerne. Die habe ich auch schon zigmal in die Kamera gehalten und die trennt schön und verlängert die Wimpern einfach mega, mega gut. Das Bürstchen ist zwar ein bisschen groß für meine schmalen Augen, aber für meinen unteren Wimpernkranz verwende ich die Mascara von Maybelline. Die hat ein super schmales Bürstchen und da komme ich sehr, sehr gut dran und muss auch immer dieses Gesicht ziehen, damit sich einfach meine Wimpern so ein bisschen runterziehen. Und in der zweiten Schicht verwende ich dann die Sculpt Schmetterlingsmascara von L'Oreal und die macht das Ganze nochmal voluminöser und lässt meine Wimpern einfach viel, viel dichter aussehen. Jetzt trage ich einen Liquid Lipstick auf und zwar von der Marke Dragon in der Farbe 04. Die habe ich mir irgendwann mal auf Amazon gekauft und zwar in einem Set. Das kann ich euch sehr gerne mal in der Infobox verlinken, aber die kann man auch einzeln kaufen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal hier oben in der Infocard. Und jetzt mache ich mir meine Haare und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Also ich mache sie so wie in dem Video beschrieben. Da ist alles nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt und hier seht ihr alles nochmal im Schnelldurchlauf. Dann gehe ich nochmal mit den Fingern durch, damit das Ganze ein bisschen lockerer und voluminöser aussieht und lege mir das dann so zurecht, wie ich es gerne hätte. Und dann sind wir auch eigentlich schon durch. Mein Outfit besteht heute aus komplett schwarzen Teilen und zwar trage ich ein schwarzes, enges Off-Shoulder-Oberteil, eine schwarze, enge Hose und Plateau-Sandaletten, die mega hoch sind, aber super bequem sind. Dazu trage ich meine geliebte Camouflage-Jacke und die habe ich euch auch schon in meinem letzten Fashion-Haul gezeigt. Die habe ich relativ neu und ich finde die so unglaublich schön. Als einzigen Schmuck trage ich meine Paul Hewitt-Uhr, die ist in so einem Rose-Gold. Verlinke ich euch alles, was ihr heute gesehen habt, in der Infobox. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch das Video gefallen hat, denn ich habe mir bei den Aufnahmen und auch beim Schnitt wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also lasst mich das sehr, sehr gerne mit einer Bewertung wissen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss!